Hallo, Halli hier und willkommen zurück zu Ark. Immer noch weiter am Sammeln. Es wird auch schon hell. Guck mal, wir haben eine Nacht umgekriegt, ohne uns unglaublich viel Sorgen zu machen, dass wir gefressen werden. Die Sorge um unser nicht mehr sichtbares Haus bleibt trotzdem bestehen. Da hat jemand noch mehr weggeholzt. Also ordentlich was sogar, würde ich mal vermuten. Weil hier unten hatte ich eindeutig Bäume stehen gelassen. Das weiß ich noch. Aber naja, gut. Warum auch nicht? So, weiter. Fiber und so sammeln. Ich will mein Haus reparieren. Und Zaun bauen und vielleicht jetzt doch mal komplett aus Holz bauen. Wenn ich das Level up hingekriegt habe, können wir uns das ja theoretisch mal angucken. Aber ich glaube, da brauchen wir viel mehr Punkte für. Das waren, glaube ich, jeweils, ich glaube, 9 Punkte allein für die Wand. Von all dem Rest, den wir noch für diese Hütte brauchen, mal abgesehen. Aber okay, das kann man sich dann danach immer noch angucken. Dass der eine gerade zu lange gebraucht hat zum Abbauen und mehr als 3 Griffe zugelassen hat, lässt mich vermuten, dass teilweise Büsche auf Büschen spawnen und man deswegen einfach mal mehrfach greift. Weil die meisten 1, 2, 3 und weg. Die andere da gerade, glaube ich, braucht konnte 6 Mal. Aber jetzt braucht man sich wenigstens so viel bewegen beim Farmen. Es ist ja. Das Sammeln bei solchen Spielen ist eigentlich immer. Ich finde es ja hier angenehm, dass man halt nicht wieder bei Null anfängt und die Rezepte und so weiter behält. Das Leveling und so weiter, dass man diese Stats und so weiter hat und behält, finde ich auch schön. Dennoch ist das Farmen immer schrecklich. Mal habt ihr noch was stehen lassen. Nachher denkt der Typ, der da unten seine Hütte gebaut hat, noch hier wäre irgendwo was fruchtbares Land. Nein, das ist alles Sand, Strand und so gut wie tot. Hier wächst nichts. Ein bisschen Gras. Aber sonst nichts. Also nichts mehr. Ich war nämlich hier. So. Trotzdem bleibt die Frage, warum ist meine Bude kaputt und wie kriege ich den Mammut tot? Der entweder gegen irgendwas kämpft oder am Baum festhängt. Eigentliche Vermutung ist wahrscheinlich eher, er kämpft gegen irgendwas. Ich würde mir das auch gerne angucken. Aber wenn ich jetzt hier bin, ist das alles voll. Also stehen auch wieder ein paar Bäume und Büsche und so weiter. Aber man hat es auf alle Fälle gesehen, ich habe das Bett an die richtige Ecke gebaut. Wow! Mammut, du tust mir wirklich leid. Ich tue mir wirklich leid, weil ich in der Nachbarschaft davon wohne. Sind das 4, 5? 5 Raptoren und ein Skorpion. Und noch ein Vogel, der mischt auch noch mit. Mammut, ich glaub an dich, aber das wird nix. Ach, Kacke. Wenn ich jetzt anfange, mein Haus zu reparieren, hilft mir das auch nicht weiter. Man kann erstmal so reparieren. So, dann bräuchte ich einmal ein Fundament, das ich mir schon mal nicht mehr leisten kann, weil mir fehlt Holz. Ich bräuchte auch noch eine Wand. Eine Wand hatte ich aber noch. Also war noch möglich. Wo ist sie da? All craft. So, eine Wand bitte. 0 und ich setze sie schon mal hier hin. So, jetzt komme ich hier bestimmt nicht mehr raus. Quatsch. Aufstehen. Die Vögel bekämpfen noch die Raptoren und die Skorpion, die sich aber anscheinend näher an meine Hütte bewegt haben. Einer der Gründe, warum ich mich von meiner Hütte wegbewege, wenn die irgendjemanden umbringen wollen, dann nicht mich und vor allem lasst mein Haus heile.
Deswegen gehe ich mal hier unten gucken. Hier, ihr könnt mich dann verteidigen, wenn gleich eine riesige Schar Killerviecher kommt, um mich umbringen zu wollen. Da läuft einer. Weiß noch nicht genau, was er tun soll. Ich habe dich genau gesehen. So eine leichte Textur, die Richtung meines Hauses gelaufen ist. Irgendjemand läuft da hoch. Die Raptoren haben es auf alle Fälle. 1, 2, 3. Nur der eine steht direkt bei meiner Bude. Ja, jetzt lässt sich wirklich... Da läuft er hoch. Entweder wehren die sich wirklich gegen die Vögel. Oder die wissen gerade nicht, was sie tun sollen. Auf alle Fälle sind die zu nah an meiner Bude. Das habe ich festgestellt. Das mag ich nicht. Ich würde hier gern reingehen und mich verstecken. Da ist schon wieder der Mammut. Ist immer noch da? Hier, bring die ganzen Viecher da mal um. 2, 3 Raptoren, ein Flugsaurier, ein Adler, ein Mammut. Da oben ist die Hölle los. Ich will gar nicht, die machen bestimmt mein Haus kaputt. Die wissen gerade nicht, was sie tun sollen und haben sich deswegen entschieden, wir zerstören Hallis Hütte. Noch sieht es aus, als würde sie stehen, aber bestimmt nicht mehr lange. Ja, ist vielleicht jetzt gar nicht so für euch spannend, euch das anzugucken, aber ich habe Angst um mein Haus und mein Bett. Ich könnte auch hinlaufen und die weglocken, aber das mache ich auch nur einmal. Und sollten sie mein Bett schon zerstört haben, wäre das dann wirklich sehr ineffektiv gewesen. Also okay, wir sammeln weiter Holz, Hedge und Fiber. Gucken mal, was da hinten so los ist. Ihr seid wieder diese... Ah, dieser... Warum siehst du denn so komisch aus? Ach, für die gab es auch einen Sattel, ne? Für diese Pio... Wie auch immer die heißen. Gut, jetzt habe ich meine Bude gar nicht mehr im Blick. Wenn ich dich jetzt haue, läufst du weg. Das weiß ich. Das hast du schon mal gemacht. Komm her! Lauf nicht weg! Du bist mein Mittagessen. Wenn du in die Richtung läufst, ist das Mittagessen von ganz vielen Raptoren. Ich würde es mir überlegen, werd lieber meins. Geht doch. Weil er sich entschieden hat, doch nicht zu den Raptoren zu laufen, ist er jetzt meiner. Ich habe Fleisch, um ein Dilo zu tamen. Und wie ich genug Fleisch habe, um einen Dilo zu tamen. Ich begebe mich mal auf die Suche nach einem Dilo. Ne, wenn ich schon nicht nach Hause kann, dann ist mein Haus noch da. Ich habe nur einen Raptor da noch gesehen. Mammut ist noch da. Raptor ist noch da. Haus scheint noch zu stehen. Raptor hat Mammut entdeckt. Traut sich wohl anzugreifen. Wenn das nur ein Raptor ist, den schaffst du. Soll der Mammut mal nach und nach die ganzen Raptoren da wegräumen? Ich trinke erstmal das. Spring wieder rein. Hab einen Fisch gefunden. Also ein Fisch, der mich nicht fressen möchte, sagen wir es so. Ich habe noch einen Fisch gefunden. Der mich zu einer Einrichtung der Raptoren bringt. Jetzt muss ich auch noch husten. Der Skorpion darf ruhig da bleiben. Den schaffe ich. Vorausgesetzt, er vergiftet mich nicht. Aber den Raptoren traue ich nicht. Ich habe zwar schon einen Raptor getötet, habt ihr ja gesehen. Aber das waren ein paar mehr. Und ich weiß nicht, ob die Vögel sind nämlich auch tot. Also die Raptoren scheinen da relativ fies und herzlos zu sein und bringen einfach alles um, was sie sehen. Und ich weiß nicht, wie gut sie ihren Job machen. Ob noch alle leben oder vielleicht nur noch ein oder zwei.
Einen würde ich schaffen, da bin ich optimistisch. Bei zweien wird's schon schwer. Ach, der komische gepanzerte Stacheldino. Den suche ich nicht. Ich suche einen Dilo. Oder ich unterstütze gerade mal einen Triceratops gegen einen Raptor. Wobei... das ist gar kein Raptor. Doch, das ist ein Raptor. Der ist zu groß für einen Dilo. Ihr beiden macht das schon. Ich glaube an euch. Lasst euch nicht stören. Alles ist gut. Ich gehe schon mal in diese Richtung weiter. Ich würde ihm gerne helfen, aber ich bin mir sicher, wenn ich da jetzt mit meiner Axt reinschlage, treffe ich eher den Triceratops wie den Raptor. Ich könnte natürlich auch warten, bis der Triceratops den Raptor erledigt hat. Und dann Raptor tame. Bis der Raptor den Triceratops erledigt hat. So rum, habe ich das auch so rum gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Und dann, wie gesagt, den Raptor noch im Faustkampf gegen einen Raptor. Nee, die Idee. Ich möchte trotzdem sehen, wer jetzt drauf geht. Wenn ich aber stehen bleibe und der Raptor gewinnt, dann muss ich ganz schnell laufen. Ich verstecke mich hinter der Schildkröte. Weil die ist dann eher Opfer vielleicht vom Raptor als ich. Na? Kämpft ihr beide überhaupt noch? Ja. Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht. Ich mache mir gerade Sorgen darum, wie ich diese ganze Folge verbringe. Mit Aufpassen auf mein Haus und Raptoren und Aufpassen auf den Triceratops mit Raptoren. Es ist aber so spannend, wer gewinnt. Also die Animation bei den Kämpfen zwischen den Tieren können sie aber noch schöner machen. Also mal irgendwie mal so ernsthaft. Das könnte viel epischer aussehen als ein rückwärts laufender Raptor läuft wieder ran. Und einem nur ab und zu mal mit dem Kopf nickenden Triceratops. Das sieht noch nach nicht viel aus. Wenn man selber da steht und gegen so ein Vieh kämpft, ist das schon Angst und Panik. Aber so als unbeteiligter Zuschauer an so einem Kampf fehlt die Action. Egal, wir wollten eigentlich einen Dilo suchen. Die sind immer noch zugange. Immer noch? Ich möchte wissen, wer von denen drauf geht. Ist ein Triceratops stärker als ein einzelner Raptor? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Abgesehen davon, dass Raptoren ja eh Rudeltiere sind und wahrscheinlich niemals alleine einen Triceratops angegriffen hätten. Folgefrage ist, waren die in derselben Epoche? Keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel, dass ein T-Rex ist, glaube ich, näher daran, mit dem Menschen zusammen, also zeitmäßig näher an dem Menschen als am Stegosaurus. Was, wenn man bedenkt, wie lange die schon ausgestorben sind, schon interessant ist. Hier hat anscheinend auch ein Stamm gebaut. Also ein irgendjemand hat versucht, irgendwas zu bauen. Mit, aus Holz, mit Kisten. Ich will nur gucken, ich klaue nichts. Wer mich kennt, weiß das. Innen drin in Leichtbauweise, außen mit Holz. Haben eine schöne Futterstelle, haben ganz viele Kisten. Finde ich cool. Haben zwei Türen. Haben sie aber aufgelassen. Ich weiß nicht, ob die sich halt auch denken, okay, wenn wir die Türen uns so auflassen, dann klauen sie die Sachen lassen, aber die Bude heile. Das hatte ich ja auch schon überlegt, aber ich habe es jedes Mal vergessen. So, ich brauche immer noch einen Dilo, weil ich immer noch was tamen möchte. Ich möchte Progress haben, Fortschritt. Ich möchte was schaffen in dieser Aufnahme. Und wenn ich schon nicht bei mir zu Hause... Oh, guck mal, hier kann man auch mal durchhüpfen. Hammer. Ach so. Das ist etwas, was man dann hinstellen muss. Kein Wunder, dass es so viele Steine braucht. Die Tür ist abgeschlossen. Seltsam. Verstehe ich nicht, warum die Tür abgeschlossen ist. Genau wie bei mir. Meine Tür ist auch abgeschlossen, hat trotzdem ein Loch in der Wand. Da bin aber nie ich dran schuld. Dodo! Falls das ganze Fleisch, das wir dabei haben, doch nicht reicht für einen Dilo. Können wir es nochmal Dodo zulegen.
Immer diese epische, jetzt kämpfen wir Musik beim Dodo-Angriff. Ich esse ein Stück Fleisch. Weil muss. Wie viel rohes Fleisch habe ich denn noch? 29. Also wenn ich 20 Stück in so ein Dillo reinstopfe, dann wird der wohl satt werden. Vor allem, ich brauche einen hungrigen Dillo, dann geht das noch einfacher. Dann ist die Taming-Effizienz höher. Und vor allem muss ich da den ganzen Weg wieder zurücklaufen, um nach Hause zu kommen. Da hinten ist mein Haus. Es wäre so cool, wenn man es von hier aus auch sehen könnte. Ist wahrscheinlich auch ein Problem an meinen Grafikeinstellungen, weil ich glaube, die Sichtweite ist nur auf Mittel. Deswegen sieht das bei der Sichtweite auch manchmal ein bisschen seltsam aus. Wenn sich so in der Entfernung irgendwelche Sachen aufbauen. Hier unten scheint auch kein Dillo zu sein. Und wenn, dann müsste ich jetzt den ganzen Weg wieder runterlaufen. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Also das, da wieder Fels da hinten, ne? So nach und nach kommt man die Textur im komisch coolen Muster. Sieht nicht schön aus, ist aber wohl auf mich zurückzuführen, nicht aufs Spiel. Vermute ich jedenfalls. Dass es bestimmt auf anderen Grafikeinstellungen anders geregelt ist. Noch ein Dodo. Da sind noch Sachen im Wasser. So, ich habe Gammelfleisch. Toll. Das erste von 29 Gammelfleisch, die ich nachher maximal haben werde. Oh. Das könnte ein Dilo sein, da neben dem Baum. Ja, das sieht gut aus. Jetzt werde ich den Dilo. Hör! Schau mal, vorbereiten auf den Kampf. Hör! Jetzt hat der Dilo bestimmt ein Level zu hoch. Also er darf höchstens Level 15 sein, weil mehr haben wir ja auch nicht. Waren wir noch 15, ne? Oder waren wir schon 16? Egal, also das Level von dem Typen wird jetzt bestimmt, ob wir ihn tamen können oder nicht. Hi. Level 1, na das wird ja einfach. Also zum Tamen wahrscheinlich. Wenn das Level mit einspielt, was die Taming-Effizienz angeht. Los! So. Du hast natürlich keinen Hunger. Geh jetzt einfach mal ins Inventar rein und ich packe 20 Fleisch rein. So. Wir haben eine Taming-Effizienz von 0. Stand das eigentlich letztens bei? Oder muss er jetzt den ersten Happen essen? Ich kann jetzt noch einmal draufhauen. So. Bevor du wach wirst, vor deinem ersten Hub, darfst du natürlich nicht schon wach werden. Jam, jam, jam. Ich glaube, ich habe gerade... Ja, ich habe gerade neben den Dilo gekackt. Ich bin schon ein seltsamer Mensch. Also, egal. Dann weiß er gleich, wer der Boss ist. Sie ist ja Mädel. Versucht das nie mit eurer Freundin. Also, ich brauche da nicht mal aus Erfahrung sprechen. Das ist einfach nur ein gut gemeinter Rat. Nicht neben die Freundin kacken. So. Wie geht's dir? Gut? Okay. So. Ich habe, glaube ich, ich hätte schon ewig die Folge beenden müssen. Also während der Dilo da vor sich hinlegt und ich noch weiter irgendwelche Sachen sammeln, um mein Haus nachher wieder reparieren zu können, das die Raptoren bestimmt zerlegt haben, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.